In der heutigen Newsfolge geht es um: Lance Stroll wird 2021 Aston Martin-Fahrer, Silverstone Grand Prix muss vorerst aussetzen, Ferraris Hauptproblem am SF1000. Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu den News. Eigentlich ist das kein Geheimnis, aber Lance Stroll hat einen Vertrag als Aston Martin-Fahrer für 2021. Das hat Teamchef Ottmar Schaffnauer bekannt gegeben. Sein Teamkollege Sergio Perez hat einen Vertrag bis einschließlich 2022. Bisher war der Vertragsstatus des Kanadiers immer unbekannt. Großbritannien hat vorgestern erklärt, dass dort die strengen Quarantäneregeln eine Gefährdung des Grand Prix sind. Wenn der Silverstone Grand Prix ausfällt, was wir morgen wissen werden, könnten Hockenheim oder der Nürburgring in den Kalender aufgenommen werden. Der Grund ist, dass die Nürburgring Langstreckenserie ihr Konzept schon vorgestellt hat und es für 1500 Personen ausgerichtet ist. Auch die Uniklinik Bonn hat ihr grünes Licht gegeben. So ist ein Deutschlandrennen mehr als denkbar. Der Hockenheim Grand Prix würde dann am 26. Juli und 2. August stattfinden. Auch was einen anderen Termin angeht, seien sie flexibel. Dann könnte das in Großbritannien ansässige Formel 1 Personal bis zu 4 Wochen wegen der 14 Tage Isolation nicht mehr nach Hause. Gleiches gilt auch für die dort Lebenden, die erst ausreisen und dann wieder einreisen. Die Organisatoren hatten ursprünglich auf eine Ausnahmeregelung gehofft und legten ein Konzept vor, wobei alle Personalreisen behutsam kontrolliert werden, um Infektionen auszuschließen. Jeder, der nach Österreich reist, wird dann zuerst getestet und führt dann eine Bescheinigung mit sich. Dann wird derjenige an beiden Rennwochenenden erneut regelmäßig getestet. Bei der Rückreise nach Großbritannien haben die Mitarbeiter dann ein entsprechendes Dokument. Jetzt sieht es aber danach aus, dass die Testbestimmungen nicht ausreichen und die Regierung befürchtet ein Nichtstattfinden sämtlicher Sportarten. Hier noch ein paar Meldungen in Bezug auf andere Rennstrecken. Monaco hat mittlerweile bekannt gegeben, dass ihr Grand Prix 2021 vom 20. bis 23. Mai stattfinden soll und Japan hofft noch, ihren Grand Prix mit Zuschauern stattfinden zu lassen. Laut der italienischen Motorsport.com müssen die Ferrari-Ingenieure in Maranello am Heck des SF1000 arbeiten, um ein Problem zu lösen, welches bei den Wintertests aufgetreten ist. Dabei handelt es sich um das Getriebe. Das Problem dabei: es ist sehr eng bzw. klein und es wurde so gebaut, dass dort eine größere Zone erreicht wird, um auf diese Weise mehr Abtrieb ohne extra Luftwiderstand zu erreichen. Laut den Simulatordaten soll das sehr enge Getriebe Leclerc und Vettel ein stabiles Heck wie beim Vorgänger ermöglichen, obwohl es nicht das ist, was die realen Daten zeigen. Es gibt kleine Beugungen des Getriebes, die Konvergenzveränderungen der Hinterradaufhängung verursachen, welche auf unvorhersehbare Reaktionen führen und die Rundenzeiten zerstören. Eine Konvergenz ist das Zusammenlaufen von Linien in einer Grafik. Aber es scheint eine Lösung zu geben. Sie wollen eine extra Carbonschicht hinzufügen, um das Biegen des Getriebes aufzuhalten. Das geht aber auf die Kosten des Luftwiderstandes und dadurch sinkt der Abtrieb. Die Quelle ist auch dieselbe, die vor Wochen berichtete, dass das Ferrari-Werk wieder öffnet und dass ein Evo 2-Triebwerk zum Saisonauftakt in Österreich zu erwarten ist. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich kann mir die Formel 1 in Deutschland bzw. am Nürburgring sehr gut vorstellen, da ja auch die Uniklinik Bonn bereits grünes Licht dafür gegeben hat. Stellt euch mal die Formel 1 nach mehreren Jahren wieder am Nürburgring vor. Ja, ich weiß, bisher nur nicht bestätigt, aber freuen tue ich mich trotzdem. Ferraris Hauptproblem am SF90 war ja der fehlende Abtrieb in der 2019er Saison. Jetzt haben sie dem Nachfolgerboliden zwar mehr Abtrieb verpasst, aber wiederum fehlt wieder etwas, wenn sie das Problem beheben. Vielleicht ist es ja weniger Abtriebsverlust als das, was wir vermuten. Warten wir die ersten Grand Prix ab, dann wissen wir mehr. Soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.